Die Deutsche Wochenschau. Heute die moderne Frau. In vielen Bereichen haben Frauen Tätigkeiten übernommen, die sonst nur für Männer bestimmt waren. Trotz dieser massiven Fortschritte sind viele Frauen noch nicht zufrieden. Wir haben den größten Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, und zwar seit Jahren kontinuierlich innerhalb der EU. Dabei ist es absolut sinnvoll, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Sonst würden sie ja noch mehr Kleider und Schuhe kaufen. Immerhin haben sich Frauen in manchen Bereichen gut bewährt. So sind Frauen oft ein Gegenstand. Gegenstand von Werbung. Auch auf Plakaten. Warum sie lieber in Gold als in eine schöne Frau investieren sollten? Weil Gold nie seinen Glanz verliert. Sogar in der Männerdomäne Grillen sind Frauen immer öfter vertreten. Das Buch Grillen für echte Kerle und richtige Mädchen. Rechts für Frauen mit viel Gemüse und einem Krönchen. Gute Nachrichten auch aus der Wirtschaft. In den Vorstandsetagen der DAX-Unternehmen arbeiten immer mehr Frauen. 5,5% im Vorstand und 94,5% als Sekretärinnen. Und auch in Fernsehshows sind die Frauen überproportional erfolgreich. Oh, guck mal da. 18 Frauen kommen hier auf 3 Männer. Muss ich sagen, hast einen ganz, ganz tollen Körper. Also ich glaube, da sollten wir uns auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen. Wenn man sich auszieht, dann geht's wieder, ne? Na, darum geht es gar nicht. Also ich glaube, wir haben uns ja wirklich nett unterhalten. Die moderne Frau. Endlich ist sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen.